Eine ganz gute Stelle hier oben, oder? Den jetzt besiegt oder nicht? Oder ist das so ein Dark Souls Ding, wenn du beim Kill stirbst, hast du trotzdem nicht gewonnen? Ich glaub, der lebt noch. Im Stern hat er dich gekillt, genau. Naja, dann machen wir den normal, ist ja kein Problem. So schwer war der jetzt auch nicht.
Wir haben uns heute hier versammelt, um das Ableben des Froschkönigs zu betrauern. Er war ein kühner und furchtloser Anführer. Er wurde angefeindet, nur weil er den bescheidenen Wunsch hegte, alle im Wald unter seine Fuchtel zu bringen. Und manchmal auch unter seinen dicken Hintern. Seine Herrschaft ist nun beendet und überall im Sumpf wird man sein Fehlen bemerken. Senkt das Haupt im Gedenken, erweist ihm die letzte Ehre. Seine Zeit in dieser Welt ist abgelaufen. Manch einer wird froh sein, dass der König tot ist. Aber sein Leben ist ein Leben. Achso, aber ein Leben ist ein Leben. Und im Tod sind wir alle vereint. Wenn du das sagst, Bruder. Du der Bösewicht? Nee, eigentlich nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe von der Story her, sind diese Bosse... Die haben halt ewiges Leben gefunden, dadurch, dass sie halt immer mehr Seelen aufgesaugt haben. Immer mehr Seelen, immer mehr Seelen. Und dadurch sind sie auch so groß geworden, weil je mehr Seelen, desto mehr Platz brauchen sie. Und dementsprechend musste auch der Körper dann wachsen und deswegen sind die alle so groß. Er hat ja selber gesagt, dass er früher mal ein kleines Fröschlein war. Du hast eine riesige Pfeilspitze gefunden. Die möchte ich aber nicht abkriegen. Nee, nee, wir müssen jetzt hier diese Riesenseelen sammeln. Die Urnenhexe. Ne? Die hat ja den Tod überlistet mit den Urnen. Und hat dadurch so viele Seelen dann auch durch die anderen bekommen, die sie ja auch verohnt hat. Ja. Und dadurch ist sie halt auch so groß geworden. Und ja, der Froschkönig, der hat halt immer alles weggefressen und so. Mal gucken, wer der Letzte ist. Nein, nein, wir sind Krähen. Also wir sind die Hüter des Todes sozusagen. Sag mal, warst du bei den anderen Folgen nicht dabei oder so? Was ist denn das? Und warum starrt es mich so an? So fröhlich, so unbeschwert, so nervtötend. Diese ulkigen kleinen Waldgeister sind von irgendwo hier aufgetaucht. Das hat im Büro einen ganz schönen Wirbel verursacht. Wegen dieser Plage musste ich haufenweise Dokumente erstellen. Das macht solchen Spaß. Ich glaube, dieses mag mich hier. Willkommen in der Seelenkammer. Ja, ja, ja. Grim Fandango. Ja, will ich auch irgendwann mal zocken. Habe ich noch nie gespielt. Wäre auch blind. Wieso sollte ich mir das gut überlegen? Nessa hat's abgebrochen. Ja, aber wir haben ja Zugang zum Internet.
Außerdem helft ihr mir doch, oder? Also Mike ist ja da auch so ein Meister drinne, in irgendwelchen Sachen zufällig erraten, manchmal mit Logik, manchmal mit purer Willkürlichkeit. Aber es scheint ja irgendwie zu funktionieren, oder nicht? Und solange wie es funktioniert. Ihr müsst mir halt nur helfen. Gemeinsam mehr erreichen. Wie, was soll das denn jetzt setzen? Also wie ich es gesagt habe. Manchmal mit Logik und manchmal mit Willkürlichkeit. Wie, mir ist nicht mehr zu helfen. Was hat denn Essen mehr? Das war komisch. So, wo müssen wir jetzt lang hier? Wow. Muss ich hier lang? Eigentlich mit dem Ding hier. Cut Content oder was? Ja, hier ist wieder dieser Schlüsselhüter. So sieht ja unser Boss aus, ne? Der Kaffee getrunken hatte. Genau so sieht er aus wie die Statue da. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo kann ich jetzt Sachen kaputt machen oder wie? Oder was? Nö, also wir können das gerne irgendwann mal zocken, ne? Also irgendwann heißt jetzt nicht die nächsten 2, 3 Monate, aber wir können das gerne mal zocken. Grim Fandango. Steht auf jeden Fall bei mir auf der Liste, was ich auf jeden Fall zocken möchte. Also ich habe so eine Liste von Spielen, die ich auf jeden Fall spiele. Und das steht da auch drauf. Also hier kommen wir zu den Ruinen. Okay. Aber da waren wir ja schon. Also muss ich jetzt hier irgendwo einen neuen Weg freischalten? Hier geht's zum Gipfel. Ja, der Gipfel ist klar, aber da wollen wir eigentlich gar nicht hin. Nee. Nicht, dass ich wüsste. Aber wie ist denn so Grim Fandango? Ist das auch so ein Spiel wie diese ganz alten Spiele? Wo man tausendmal abspeichern muss, weil man sonst tausendmal stirbt irgendwie. Weil es gibt ja auch diese alten LucasArts-Spiele, ne? Wie diese Indie-Spiele, wo du nur eine richtige Möglichkeit hast und wenn du die nicht nimmst, dann stirbt dein Charakter irgendwie so tausendmal. Ist das da auch so? Gibt ja diese alten Spiele, ne? Diese alten Point-and-Clicks, dass wenn du irgendwas falsch machst, das ist dein Charakter tot. Und wenn du nicht gespeichert hast, dann Pech gehabt. Ist jetzt so ein Spiel? Ich weiß nur, dass Simon das brauchte. Hat er da auch mal ein bisschen reingeguckt? Aber nicht viel. Also ich weiß nur, dass man so ein Skelettdetektiv oder sowas spielt. Kann das sein? Irgendein Skelett spielst du auf jeden Fall.
Du hast mich wirklich auf Trab gehalten. Wenigstens ist es gut, wenn man etwas hat, worauf man sich konzentrieren kann. Die Toten auf der letzten Reise zu schicken, mag deprimierend erscheinen, aber mir gibt es immerhin einen Daseinszweck. Hier muss ich auch noch irgendwas machen, oder nicht? Die 3, 6 Edelsteine sammeln oder sowas? Also ich brauche jetzt langsam mal die letzte Fähigkeit. Und die kriegen wir nicht von der Urne. So, die Hexe haben wir da. Den Gipfel haben wir da. Haben wir nicht so einen alten rostigen Schlüssel gehabt? War so. Aber so wirklich viel HP, Schreine und so gibt es gar nicht, oder? Ich habe gerade mal 3 von 4 Lebenssteine und 3 von 4 Magiesteine, ne? Und ich renne hier immer noch mit den Start-HP und mit den Start-Mana-Punkten rum. Du hast noch einen bemerkenswerten Sieg. Was? Dein Mut und deine Beharrlichkeit imponieren mir, Grünschnabel. Ich muss es noch einmal sagen, ich sitze hier jetzt schon so lange fest und habe im Vergleich zu dir so wenig ausrichten können. Aber dafür bist du ganz schön groß und fett. Du hast dieser alten Krähe Hoffnung gegeben. Zum ersten Mal in vielen, vielen Jahren. Nur noch eine Riesenseele, dann öffnen wir die Tür des Todes. Ich schlage vor, du gehst Richtung Westen. Auf dem Gipfel des Berges findest du ein uraltes Untier aus früheren Zeiten. Ein Dinosaurier vielleicht? Gibt es Dinosaurier in dem Spiel? Wo ist jetzt hier Westen? Hier Westen? Oder ist unten? Also links unten ist da Westen? Wo zum Fick ist hier Westen? Okay, gehen wir mal zum Schild. Irgendwas das Schild sagt. Ihr geht zum gestrandeten Seemann. Ist der zufällig im Westen? War das nicht eh gerade dieser Ort, wo wir hin sollten? Ja, ne? Wozu hat man eigentlich 1000 Kisten, wenn diese Kisten nichts droppen? Da wird schon 1000 Kisten getötet. Zerstört, zerstückelt, zerhäckselt. Nicht eine Kiste hat mir irgendwas gegeben, ey. Mir fehlt immer noch diese Fähigkeit, dass ich hier so rüber kann. Fehlt immer noch der Fanghaken oder so.
Lass mal was essen. So. Jetzt will ich dir ein bisschen was erzählen, während du dich stärkst. Ja. Fang mal an zu erzählen. Westlich des Friedhofs, hinter einem Felsen, gibt es einen Durchgang. Der lässt sich aber nur mit gewaltiger Explosionskraft freilegen. Okay. Du scheinst ein gelenkiger junger Zweibeiner zu sein. Du kannst dich doch bestimmt durch ein Abflussgitter zwingen. Man gelangt wohl durch ein Abflussrohr in den überwucherten Ruinen zu einem Geheimnis. Es gibt offenbar eine zerborstene Wand tief in irgendwelchen dunklen Verliesen. Dahinter wartet ein Geheimnis. Vielleicht lässt sich durch starke Gewalteinwirkungen eine Bresche in die Wand schlagen. Mehr kann ich dir gerade nicht sagen. Wer bist du denn? Hallo wieder, Vögelchen. Ich überall kommen herum, sehen viel Ding. Welt da draußen sehr schön. Lieben, lachen, leben. Das alles, was Diener wollen. Du hast die alte Maske des Dieners erhalten. Der Diener ist jetzt wohl einem neuen Herrn ergeben. Ja. Jeffson machen lecker Suppe. Er haben dunkel Geheimnis, nicht viele Leute wissen. Aber Diener merken sofort. Jeffson gar nicht richtig Koch. Aber Diener sein das egal. Suppe schmecken lecker. Ja, wir wissen ja alle, dass der Oktopus der oder Kalamari, ach keine Ahnung, dass der dafür den Kochen tut, ne? Hier geht es zum Berggipfel über Burg Schlüsselstein. Hier müssen wir wohl über Burg Schlüsselstein. Was? Wer bist du denn? Ja, Hallöchen, ein Reisender wie ich. Ja, ja, noch nie gesehen, oder? Ups, die Baden. Ach doch, die haben wir schon mal gesehen. Die war bei den Ruinen. Lass mal hören, wie läuft's mit deinen Abenteuer? Kannst du spannende Geschichten, die ich in einem Lied verwursten könnte? Ich latsche hier nämlich durch die Berge, um Inspiration für mein nächstes Meisterwerk zu tanken. Es heißt ja, dass oben auf den Gipfeln ein Monster haust. Kaum zu glauben, was? Der Saufbruder, der beim gestrandeten Seemann abhängt, jammert rum, weil sich das Biest seine Liebste gekrallt hat. Sieh dir das mal rein. Also nehme ich an, dass da oben eine epische Ballade für mich rausspringt. Wenn ich nur diese dämlichen Felsen zertrümmern könnte, die den Weg versperren. Mann, hast du ein Glück. Was der Töne? Das hat voll reingehauen. Du hast es sowas von drauf. Vielleicht bist du ja die Inspiration für meine nächste große Nummer. Oh ja. Wenn es dir nichts ausmacht, würde ich gerne mitkommen auf dein Abenteuer. Bis denn. Habe ich denn eine Wahl? Okay, neues Gebiet. Sieht aus langsam eisig.
Das ist wieder dieser Schlüsselmeister. Ich glaube, hier wird es langsam eisig, ne? Wir haben jetzt drei Wege. Links, Mitte und oben. Also links kommen wir in eine Art riesiges Schloss. Gucken wir erstmal Mitte. Mitte ist nichts. Gucken wir mal rechts. Jetzt runter. Ein Bonus XP bekommen. Also Bonus Siegeln, besser gesagt, ne? Ist ja kein XP. Sind ja Siegeln. Die Mitte war nichts. Dann ab in die Burg, oder was? Gesehen habe ich dann jetzt wieder 337. Für ein Upgrade brauche ich jetzt 500 oder 400. Ach, rechnen wir einfach mal mit 5. Okay, Burg Schlüsselstein, die gefrorene Festung. Die krasse Technik hier. Und da sehen wir. Gehört alles zusammen, ja? Was kostet mein nächstes Upgrade? 800, okay. Nix mit 5, 8. Ganz schön teuer da. 800, ey. Was machen die mit den Seelen? Okay, dann gucken wir nochmal kurz. Links, rechts ist zu. Geht nur geradeaus. Da bist du ja, Kumpel. Du hast doch nichts dagegen, wenn ich mitkomme. Wir müssen anscheinend erst durch diese alte Festung spazieren, wenn wir auf den Berg wollen. Naja, und wenn ich wir sage, meine ich eher dich. Ich hänge einfach hier ab und schraube am Text für meinen nächsten Ohrwurm. Sag Bescheid, wenn du einen Weg nach oben findest. Scheint relativ viele Wege. What? Da oben ist auch noch ein
komme ich da noch gar nicht ran. Jetzt immer so eine kleine Mini-Dinger oder was? War jetzt hier noch irgendwas gewesen? Ja. Oder so auf die Mitte fixiert. Dass ich gar nicht gesehen habe, ob da unten was war. Wir hatten den noch. Uff, dann warte ich mal. Mir ist so kalt. Dann ab in den Himmel mit dir, zieh dir eine Jacke an. Immer. Ich hab grad gesehen, da war noch so ein Kopf von so einem, von dem Zeithüter. Oder von den Rabenhütern oder keine Ahnung. Interessant. Ist das vielleicht, dass die ganze Organisation hier mit den Raben korrumpiert wurde durch den neuen Meister? Seelen jagen zum Frühstück und Mittag. Nein. Ein Wesen, dem 10.000 Dinge bekannt. Tentakel und Augen und manchmal auch Flügel. Nee. Nö. Schlüssel für die rote Tür. Komme ich doch nicht hin.
anstrengend. Begraben neben den alten Lords. Manch einer würde das wohl als Ehre betrachten. Für mich ist es eine Tragödie. Hier darf ich auch nicht hoch. Wir haben mal was in der Kiste gefunden. Juhu! Hier liegt Lord Schlüsselstein. Der erste Lord der Türen, der mit dem Tod ein Abkommen traf. Sein Vermächtnis ist unermesslich und seine Herrschaft absolut. Ein eiskalter Herrscher, der die Macht festigte und später den Grundstein für die Halle der Türen legte. Ah, okay. Also gibt es mehrere von denen. Ich dachte so von wegen, okay, der erste ist, oder der Typ ist gestorben und irgendein anderer Dude hat es übernommen. Hier ruhen wir, die Lords der Türen. Ich bin Lord Schlüsselstein, nachdem diese Gruft benannt wurde. Wir Lords der Türen waren eine Besonderheit. Ein Fehler des Universums, wie manche sagen. Aber schließe sich so nicht alles Leben bezeichnen? Ein Fehler des Universums, der wächst und gedeiht. Eine Existenz, die ins Bewusstsein geboren wurde. Und dieses Bewusstsein zu bewahren, ist das wichtigste und edelste Ziel. Gib mir mal einfach mehr Power. 5007. Also hier dürfen wir nicht weiter. Dann weggenießen Corona, ja. So, jetzt gucken wir mal hier. Ah, hier ist die große Tür. Okay. Da oben ist dieser Kopf. So, zwei Mini-Bosse müssen wir noch machen. Hier komme ich hoch. Sogar den Samen habe ich mitgenommen.
mal wissen, wie viel die Bombe macht an Damage. Scheinbar recht viel, ne? Aber halt auch risky. Wenn du sie nämlich selber abkriegst. Aua. Mein Leben geht zu Ende, aber dieser Lord will ewig leben. Er ist das nicht. Dieser Lord will ewig leben. Der gerade aktuell auf dem Thron sitzt, oder was? Aber ist ja genau das Thema, oder nicht? Dass die Seelen, die die Raben holen, die werden ja eigentlich laut der Story wieder zurück in die Welt gegeben für neues Leben. Aber wenn die nicht zurückgegeben werden, dann in die Welt, um neues Leben zu erschaffen, dann will der aktuelle Typ, der gerade auf dem Thron sitzt, die Seelen ja für sich behalten, oder? Ja, dann ist die Welt bald leer, genau. Voll abgerutscht. Hier liegt Lord Arthur. Ich hab dich nur gefragt, ob wir gerne so eine Befehle ein... Dann bräuchtest du theoretisch nur noch Ausrufezeichen Sorgo eingeben. Deswegen. Der erste Nachfolger im Geschlecht der Lords. Seine Machtübernahme verlief glatt und seine Herrschaft basiert auf dem Konzept der Gleichheit. Man erinnert sich an seinen fairen Charakter und daran, dass er bessere Arbeitsbedingungen für die Schnitter einführte. War aber lieb von ihm. Vielleicht ist es aber auch nicht möglich. Schon klar, dass der da angeht. Ein Schlüssel. Aber wo war... Habe ich irgendwo eine Tür gesehen?
Nicht, dass ich mich erinnere, aber... Irgendwo eine Tür gesehen? Nee, ne. Es lauern Titanen in finsterer Kälte. Geschnitter Ernte Ehre und nicht trinken, trinken, trinken. Wir sind immer noch nicht von der Seite gekommen. Oh. Wo war denn hier eine Tür? Hier irgendwo eine Tür? Lebende Schnitter bringen mir Energie. Ja, bin ich ja gerade dabei. Brauche nur noch einen. Und dann haben wir eine neue Fähigkeit, den Fanghaken oder Enterhaken. Ah, da ist. Ne, da ist ein neuer Schlüssel. Da ist ein neuer Schlüssel. Ah, da ist die Tür. Haben wir denn davon 17? Schön reingerollt. Sie selber getötet? Yeah. Verdammt, der hat sie sogar noch selber getötet. In dieser Festung habe ich vieles über die alten Lords der Türen erfahren. Ich mache mir aber immer noch nichts aus ihnen. Kurios. Was will er mir damit sagen?
War die Tür hier? Nee, ne? Glaub, die war hier. Nämlich in 8 lebende Schnitte. Ruhe, dann gehen wir das mal hier unten hin. Obwohl kann ich wahrscheinlich. Hey, wir haben hier Monitore. What? Whisky Bottles oder Wodka. Das waren ja richtige Alkoholiker hier. Habgier. Aua. Warum schießt du nicht? Nee, das ist schlecht. Türen fragen dich. Ehrlich? Eine Frage. Was? Roll doch mal, wenn ich bitte. Nochmal so machen? Nee. Und schneller neu starten geht aber nicht.